Ich melde mich heute aus der pulsierenden Metropole St. Pölten, Sonntagnachmittag am Tag der Landtagswahl. Welches Ergebnis erwarten die Menschen? Ich werfe mich ins Getümmel. Das gibt's nicht, da ist da, niemand. Ja, kann ich dich was fragen, bitte? Entschuldigung, nur wegen der Landtagswahl, das würde mich interessieren. Hä? Ich möchte sonst nichts, bitte nur eine kurze Stellung. Ja, leider, scheinbar unmöglich, am Sonntagnachmittag jemanden für ein Interview zu finden in St. Pölten. Ich muss jetzt aber trotzdem zur ersten Hochrechnung. Nur Sieger stehen im Licht, Verlierer sieht man nicht. So endet jedes Spiel, auch mit dem Gefühl. Ja, die Hochrechnung ist gerade vorbei. So hoch ist es nicht geworden, ne? Naja, es ist höher als bei allen anderen, sag ich einmal. Aber ist es heute sowas wie ein Aktionstag bei der ÖVP minus 10%? Was heißt Aktionstag? Versteht die Frage nicht. Durch das Ergebnis lernt man jetzt als ÖVP wieder die christlichen Werte kennen. Man muss ab jetzt die Macht teilen, ne? Schauen wir mal. Dann tröste ich vielleicht nur kurz noch Ihre Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Alles Gute, seid ihr kein leichter Tag. Ne? Natürlich, kein Problem, ja. Gib ihm die Hand, sag danke, Gott, das ist alles bestens. Frau Landeshauptmann, ich muss das gleich vorweg schicken. Ich werde jetzt ein bisschen eine kritischere Frage stellen, nur dass Sie nicht erschrecken, Tom. Ja? Herr Landbauer, nach so einem Erfolg, wen werden Sie jetzt als erstes abschieben? Und suchen Sie die Zusammenarbeit mit dem roten Franz Schnabel? Aber Sie haben ja eher Angst vor Satirikern, glaube ich, stimmt das? Herr Landbauer? Sie haben eher Angst vor Satirikern. Dabei haben Sie ja gegen Korruption selber ein Satireprojekt am Start gehabt, oder? So, jetzt eine Runde von Ihnen. Wer hat denn dieses Flüchtlingsthema so derartig, wird das für gute Idee gehalten, das in den Vordergrund zu heben, derartig, dass die FPÖ jetzt so gewinnen kann? Ein schmerzhafter Tag für uns, aber jetzt mit Ihnen hoffentlich eine kleine Auflockerung, denn Sie sind dafür bekannt, ein bisschen für Lockerheit zu sorgen und für Entspannung. Gut, ist jetzt nicht unmittelbar meine Jobbeschreibung. Ich bin hier, um die Spitzenpolitiker zu interviewen. Ich würde trotzdem gerne mit Ihnen reden, ist das in Ordnung? Na, wenn Sie Spitzenpolitiker suchen, ja, dann suchen Sie die von der ÖVP oder von der FPÖ. Oder wenn Sie seriöse Politiker suchen, dann sind Sie richtig bei mir. Danke, dass wir das Interview auf Deutsch geführt haben, weil Ihre Muttersprache ist ja, glaube ich, Niederösterreich. Ah, gibt es das auch? Super. Ich habe das auf den Plakaten so gelesen, glaube ich. Ne? Ja, eben mit Herzen für Niederösterreich ich alles. Ein großer Slogan von den Neos ist gewesen, das Richtige tun in diesem Wahlkampf. Das Richtige. Was ist heute Abend das Richtige? Einfach Fusssaufen? Na, Freude saufen ist heute das Richtige tun. Und ein bisschen tanzen. Da gibt es ein ganz ein lustiges Lied von Peter Fox. Das heißt, alle sehen schwarz, nur wir sehen die Zukunft pink. Schwarz. Alle sehen schwarz, ich sehe die Zukunft pink. So? Das war's hier von der niederösterreichischen Landtagswahl. Im Hintergrund wird gerade das ORF-Studio abgebaut. Wichtigstes Ergebnis, die ÖVP ist in ihrem Kernland auf Platz 1 abgestürzt. Ja, auch das ist möglich.